Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Bups, MP5. Oh, wir würden aber auch die MP5 mit Schalldämpfer kriegen. Ich glaube, das ist mir sogar fast wert. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Far Cry 2. Dann schaue ich mal gerade hier wegen Waffen. Wie sieht's denn aus? Jawohl. Sagt AK, könnten wir uns auch kaufen. Die sind noch gesperrt. Ach, oder wir schalten die halt durch diese Aufträge frei. Das kann halt auch sein. Ja, tatsächlich, ich glaube, so interessante Waffen sind hier gerade nicht mit dabei. 25 Diamanten. Das ist ja nur noch der Tarnanzug, der mir irgendwas bringen würde. Dann machen wir das später mit dem Konvoi mal. Ich habe ja gesagt, das mache ich dann vielleicht nach der Folge. Und dann rüste ich mich nochmal neu aus. Da musst du jetzt leider gehen. So angenehm dein Zielfernrohr auch ist, du bist leider so gut wie kaputt. So, weißt du was? Dich packen wir jetzt mal hier rein. Und dich packen wir hier rein. Dann sollst du theoretisch in jeder Dings verfügbar sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Nehmen wir uns vielleicht mal noch einen Bogen hier für die... gut, dass man das sieht. wartet mal, seid ihr eigentlich... Das wären auch... ich glaube, die nehme ich mal gerade mit. Nee, ist doch... Ja, macht auch Sinn, dass die Schubflinte halt dann da zugehört. Zu den Nahkampfdingern. So, tauschen wir dich nochmal aus. Warte mal, dann... Ich glaube, jetzt sind wir soweit ausgerüstet. Fast die Pistole vergessen. Gut, die sind in der Bar, hätten die jetzt auch nochmal Aufträge. Die will ich aber auch im Moment noch nicht großartig machen. Ich will mal ein bisschen Story-Mission jetzt hier so langsam wieder angehen. Bin schon genug hier rumgeplänkelt. Wird Zeit für Geschichte. So, dann mal ab wieder zurück. Dann schauen, warte, ja genau, schauen wir mal hier rum. Auf dem Hinweg können wir da drüber springen, hier. Auf dem Rückweg nicht. Müssen wir dann den kleinen Umweg hier fahren. Hup, hup. So. Dann, das dürfte direkt hier APR schon sein. Sorry, ich bin schon weg. Auf zum nächsten Auftrag. Bleiben. Ich habe meine Befehle. Ihre Waffen bitte. Dankeschön. Brauche ich noch? Ne, bin ich gerade gut ausgerüstet. Schön. Hab gehört, er hat Krebs und noch 3 Monate. Leute reden viel dummes Zeug. Hab auch gehört, ein bezahlter Killer soll ihn umbringen. Den Schakal? Er ist Waffenhändler. Wer will so einen Tod sehen? Ja, das ist die Frage. Mir ist es egal, solange ich bezahlt werde. Na? Hier ist jetzt die APR am Drücker. Und dank mir. Hab schon von dir gehört. Ziemlich schlimme Sachen. Willst du einen Job?
Diesen Kerl? Ist perfekt. Wir planen einen Angriff auf den Fuhrpark der UFLL. Sie haben jede Menge Fahrzeuge auf den Straßen. Zu Fuß ist uns ein Feind viel lieber. Der Fuhrpark ist drüben bei der Deponie westlich der Stadt. Kannst ihn nicht verfehlen bei dem Gestank. Wir, Prosper und ich, wollen, dass du den Fuhrpark findest und außer Gefecht setzt. Wie? Ist deine Sache. Geht mich nichts an. Wichtig ist nur, dass die Luftkompressoren zerstört werden. Heute kriegst du Geld für eine kleine Sprengarbeit. Ein krasser Job, oder? Irgendwie ja schon. Na dann, her damit. Geld. Jetzt raus zur Deponie und zerstör die Kompressoren. Dankeschön. Hey, kleiner Tipp. Die APR wird auf dich schießen, wenn sie eine Chance kriegt. Also, pass gut auf. Alles wie immer. Das kennt man doch schon mittlerweile. Na gut. So viel dann dazu. Verziehen wir uns nochmal. War schön mit euch. Immer wieder eine Freude. Wenn ich jemals den großen Boss treffe, hätte ich ein paar Vorschläge, wie er die Kontrolle übernehmen kann. Ich kenne ihn. Echt? Sommer zwei Tage und Nächte als Security an seiner Seite. Okay. Am Ende hat er mir eine frische 45er-Kugel gegeben, ihre Spitze geküsst und gesagt, suchen Sie ein gutes Zuhause für Sie. Du? Ich habe ihm gedankt. Ich hätte sie mir für diesen irren Söldner hier auch. Da, was soll der denn? Habt ihr ein wenig Stress da? So, wo sollen wir denn hinfahren? Können wir auch wieder zum Bahnhof. Das ist gut. Das spart Zeit. Ja, genau. Und Bahnhof war ja dann hier. Das war's, oder? Jawohl. Da waren wir doch erst. Wahrscheinlich ist er einfach da geblieben. Sie ist da gemütlich gemacht. So. Oh, nett, dass wir immer direkt den Speedwagen kriegen. Ich mag diesen Bahnhof. Er wird langsam mein Lieblingsbahnhof. Die letzte Zeit waren wir auch sehr oft hier. Und haben eine sehr enge Bindung aufgebaut. Ah ja, und gut, dass wir das Safehouse hier schon eingenommen hatten. Obwohl, wahrscheinlich wäre es jetzt automatisch eingenommen gewesen. Aber da das ja nicht irgendwelche Vorteile bringt, die manuell einzunehmen. Okay. Das war jetzt nicht sehr professionell exekutiert, aber exekutiert. Darum geht es ja im Endeffekt. Alles klar. So, was hast du jetzt für eine Idee? Brauchen wir da was von? Da brauchen wir was von. Hallo. Hallo. Sie müssen noch einen Abstecher zum Treibstofflager nördlich von hier machen. Im Managerbüro finden Sie ein Klemmbrett mit Transportplänen. Bringen Sie sie mir. Sie sollen den Fuhrpark zerstören. Wenn Sie den Job erledigen, pfeifen die alle Fahrer zurück. Wenn ich diese Karte habe, weiß ich, wo ich die Fahrer finde. Okay. Wissen Sie, warum die Routen geheim sind? Weil sie Tanklaster durch die Gegend kutschieren. Sie können sich vorstellen, was das Zeug hier wert ist. Ohne Treibstoff ist die UFLL erledigt. Finden Sie den Petrosel-Terminal und holen Sie die Karte aus dem Managerbüro. Ah, alles klar. So, und da könnte ich mir die Waffen rausholen. Sehr cool. Hat sich das Upgrade doch mal gelohnt. Na, warte darüber. Ach, das Depot ist das, okay. Dann würde ich da mal
Obwohl, ich glaube, ich muss mehr oder weniger durchheizen. Aber dann versuche ich mal wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, das funktioniert wunderbar. Du kannst da allerdings mal weg. Sonst noch jemand? Alles klar. Dann mal ab runter wieder. Da haben wir das Depot, okay. Wird scheinbar auch relativ gut bewacht. Das wäre jetzt praktisch, da nachts reinzugehen, glaube ich. Na, mal gucken. Schleichen wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Ich kann ja mal schleichend anfangen. Dann schauen wir, was das wird. Ach ja, und speichern kann ich natürlich auch noch mal. So, den Typen da oben will ich mir nämlich gerne mal krallen. Wo haben wir denn hier einen Eingang? Da hinten? Da haben wir einen, okay. Dann einmal hier durch. Und ab nach oben. Ja, bitte. Ein Scharfschütze weniger. Da oben haben wir noch Diamanten. Sehr schön. So. Reicht das, dass wir unerkannt vorbeikommen? Ja. Wie gesagt, ich glaube, das geduckt gehen macht dann doch ein bisschen was aus hier. Ich schätze mal, da müssen wir rein, oder? Ne, sogar dahin. Hallo? Was bist du denn? Irgendwas, was wir nicht brauchen im Moment. Irgendjemand hat doch gerade gegrunzt. Ah ja, da. Scheiße, das ist er. Was machen wir? Okay. Das will ich doch mal sehen. So, holen wir mal die schweren Kaliber raus. Na komm. Ja, ja, ist okay. Hier hilft hier keiner mehr, keine Sorge. Oh. Ups. Ah.
Na gut, dann brennt ihr mal schön weg. Danke. Sie haben wohl die richtige Karte. Wenn Sie den Fuhrpark angreifen, lege ich los. Okay. Dann, ja, nehmen wir uns das Wägelchen da hinten mal. Wo wir noch einfach hier reinspringen können. Auch noch eine Möglichkeit gewesen. So, jetzt einfach ein ganz schönes Stückchen nach Süden. Okay, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun hier. Ich glaube, den Weg fahre ich jetzt auch gerade nach. So, ja, Speichern nicht vergessen. Haben wir wieder was erreicht gerade. So, darüber bitte. Diamanten. Jetzt bist du tot. Ach, Maus wahrscheinlich gerade wieder aus dem Bild raus. Jungs, 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 passt mal mit den Autos auf. Ihr könnt mich da ganz leicht mit überfahren. Danke. Das dürfte eigentlich alles hier sein, oder? Ich schätze, dass die noch einen zweiten Diamantkoffer haben. Ne. Okay. Hüpf. Dann von hier aus nach rechts runter. Gut. Kriegen wir hin. Warte mal. Straße? Mir fehlt noch ein bisschen Straße gerade. Nehmen wir doch mal die. Ah, jetzt habe ich da unten die Dings liegen lassen, Diamant. Naja, egal. Das sollte schon einigermaßen passen. Halt auf. Aua, nicht schießen bitte. Ich möchte hier nur durch. Das wird wohl nix. Na gut, dann wird ihr halt weggeballert. Oh. Nett, dass du gewartet hast, bis ich am Geschütz bin. Sniper. Wie gesagt, das wäre echt toll, wenn man hier mal irgendwas erkennen könnte im Spiel. Ich glaube, da oben war er, oder? Hab ich mich da gerade... Ja. Hier wird nicht scharf geschossen. Ist da was? Alter, diese Granaten, die fliegen ja auch echt wie sie wollen. Das wär's dann wahrscheinlich mit dem Auto, oder? Kann ich das verdammte Haus hier sprengen? Da war ich sogar schon. Oder? Ja, warum blinkt das dann noch? Na gut. Dann halt so rum.
So, ja, das sollte passen. Gut, dann werden wir in der nächsten Folge nochmal runterfahren. Ich hoffe mal, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.